Ja, hallo liebe Pflanzenfreunde. Ich möchte euch mit einem kleinen Update-Video auf dem Laufenden halten, was den Winterschutz für die Drachis und die anderen Exoten angeht. Ich hatte ja in meinem vorhergehenden Video gezeigt, wie sehr ich die Pflanzen jetzt für diese vorhergesagte Extremkaltfront schützen möchte, also mit Temperaturen von circa minus 15 Grad in der Nacht bis minus 18 und hatte zusätzlich zum Winterschutzvlies obenrum, das ja sowohl atmungsaktiv ist als auch lichtdurchlässig, hatte ich zusätzlich drum noch Luftpolsterfolie beziehungsweise eine Abdeckung, die eigentlich für Schwimmbäder geeignet ist, drumherum gewickelt. Das Ganze, das hatte ich auch erwähnt, kann man aber wirklich nur temporär machen. Also ich sag mal 2 Tage, 3 Tage oder aber nur in der Nacht. Denn ihr seht's, schon nach dieser kurzen Zeit hat sich schon so ein leichter Anflug von Fäule gebildet. Ich hoffe, man kann es sehen. Ist nicht viel, ist nicht dramatisch. Aber wenn ich diesen Winterschutz mit der luftundurchlässigen Folie jetzt eine Woche draufgelassen hätte, denke ich, wäre es im Hinblick auf Fäulnisbildung, Schimmel nicht gut ausgegangen. Den Schutz unten im Wurzelbereich, den habe ich gelassen, jetzt mal ein bisschen aufgemacht, damit Luft dran kann. Ihr seht, es gibt Frostschäden. Die kleinere Drachi hier habe ich noch unter dem Schutzvlies gelassen. Also so sieht es aus. Kann jetzt schön durchatmen. Im Wurzelbereich bisschen Stroh noch drauf. Also das sollte funktionieren. Wenn wir jetzt zu dem Arbutus ornato zum Erdbeerbaum rübergehen, der sieht eigentlich so noch ganz okay aus. Wie gesagt, ich habe heute mal, weil es nur noch minus 5 Grad ist tagsüber, den Winterschutz teilweise komplett abgenommen, damit mal Luft dran kann. Das ist oft das Beste. Das ist ein Feigenbaum. Ich werde aber zum Abend hin werde ich wieder zumindest für die Nacht mit der Luftpolsterfolie bzw. der Plastikhaube arbeiten, aber am nächsten Tag, am Morgen, sofort die Luftpolsterfolie abnehmen. Wenn wir mal rübergehen zu dem Cornus cusa venus, da lasse ich das Pflanzenschutzvlies drauf. Das ist ja wie gesagt atmungsaktiv, lichtdurchlässig, der untere Bereich mit Jute umwickelt. Das sollte also nichts passieren. Der Cornus cusa, der Blumenhartriegel, ist sogar bis minus 25 Grad angeblich, muss man sagen, frosthart. Ja, hier haben wir eine Albizia eingepackt. Die werde ich jetzt mal auspacken. Man sieht das Styropor. Gut Stroh drauf. Und hier ist das gute Stück noch sehr klein. Deswegen muss man hier besonders vorsichtig sein. Also ich hoffe, die Albizia hat es auch überlebt. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Sorry. Bleibt gesund und auf bald. Ciao, ciao.